Ja, dann sind wir wieder da bei The Witness und man hat es ja gerade gesehen, wie ich hier jetzt gerade ein bisschen rumgelaufen bin. So, ich hoffe mal, das stimmt jetzt so. Und ja, gut. Also das Rätsel, das ist echt der Hammer. Wie gesagt, ist der Endboss. Ja, ist mal da mal was. Ja, ich meine, ich hab das halt jetzt vor die Folge gemacht und jetzt haben wir hier. Da steht auch noch so ein. Keine Ahnung, okay. Wir sind hier oben und wir wollen da runter. Ob wir das wollen, ist die zweite Frage. Oder müssen. Ja, wir müssen noch runter. Wollen wir oder nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was uns jetzt hier noch erwartet. Wie viel überhaupt noch kommt. Wie wir überhaupt wieder rauskommen, ne? Welchen Weg zurück? Ja, guck mal, das sind ganz kleine Container. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Was? Strom ist alle. Ah. Also in 10 Minuten geht der PC aus, ne? Strom? Wie, Strom ist alle? Ja, Stromausfall ist gerade. Ernsthaft? Ja, im Controller. Aber so wird es sich anhören, wenn ich eine Stromausfallsicherung hätte. Sind das jetzt die letzten 4 Rätsel? Boah, es hat geruckelt. Wäre gar nicht mal so schlecht, so ein Ding, ne? So. Wolltest du dir nicht mal sowas holen? Wollte ich, ja. Warum hast du es noch nicht? Weiß ich auch nicht. So, also hier, ja, einfach nur das hier so. Weiß ich auch nicht. Bam. Hier. Komm schon. Achso, ja. Und instant habe ich wieder Ton, alles da. Nee, so, nee, warte. Nice. Warte. Das müsse anders gehen. So. Also die sind jetzt ja mal, also das ist ja keine Herausforderung mehr hier. Was soll das? Was soll denn das? Okay, das wird. Wenn das Hochkant dahin muss. Hä? Gut, die müssen ja sich berühren, aber die wissen ja egal wohin dann. Wenn die sich berühren, kann ich den da trotzdem. Hä, wie sollen. Hä? Ah doch. Okay, warte, da. Ah, okay. Okay, ich habe die Lösung. So. Nee, habe ich nicht. Hä, wie soll man denn. Konnte man den drehen? Also überhaupt drehen? Ich meine. Also geht der doch auch nicht. Wie soll denn das jetzt? Warte mal, wollen wir da jetzt anmachen, wenn wir hier rüber gehen? Tschüss. Wie soll das denn jetzt gehen? Hä? Also erst war jetzt mal jetzt nicht schwer, weil da konnte man ja das eine löschen. Aber wie soll man denn das hier machen?
Hä? Nee, so geht das nicht. Ich hab keine Ahnung. Schon wieder keine Ahnung. Weil, wenn ich jetzt hier den 3 hinmache, dann mache ich hier den Dinger hin und dann wird das, also so wäre es ja richtig, aber dann muss ja 1 gelöscht. Ich kann ja 1, darf ja nicht da stehen, aber wie soll ich das denn bitte machen? Geht ja nur so. Weil wenn ich den einen hier hinsetze und den anderen da einsetze, was ja nicht geht, weil dann ist der hier ja nicht drin und es wäre ja beides richtig, aber ich kann ja den hier nicht so hinsetzen und gleichzeitig den mit einschließen und den da dann, dass der da dann gelöscht wird oder andersrum kann ich es ja auch nicht, weil dann ist der da nicht drin. Hast du schon mal daran gedacht, dass du dich vielleicht anders stellen? Ich kann den nicht drehen, oder? Nein, du musst dich anders stellen. Ich meine, du kannst dich von allen 4 Seiten dran stellen. Vielleicht ist ja, das anders. Toll, das geht sich voll was. Die sind immer noch gleich, gell? Ja. Was ändert sich denn da jetzt? Ändert sich ich weiß nichts. Halt nicht. Ich wollte das halt nur anmerken. Ja, aber was ändert sich da? Ich weiß es nicht. Ja, warum sagst du es dann, wenn du... Ich wollte dir nur helfen. Ja, aber da ändert sich doch nichts. Wenn es dir lieber ist, dass ich den Mund halte. Ja, aber was ändert sich denn jetzt, Kevin? Weiß ich nicht. Ich wollte es jetzt einfach nur mal sagen, dass du es halt weißt, dass du vielleicht irgendwas anderes ausprobierst. Ja, will ich ja, aber es geht ja nicht. Weil den kann ich ja nur so hinsetzen. Den anderen kann ich ja nur so hinsetzen. Ich kann ihn ja nicht so hinsetzen. Und selbst wenn ich den andersrum setze, ist der ja nicht mit inbegriffen. Wenn ich den da so hinsetze und da so hinsetze. Oder so hinsetzt. Es geht, ne, da wäre immer der Weiße oder entweder der andere nicht dabei. Hm. Ich wollte es halt nur mal sagen, dass wir halt alle Möglichkeiten in Betracht gezogen haben. Ich hoffe jetzt ja nicht, dass die andere Seite da mitläuft. Ne. Das wäre auch noch was. Ja. Gut, übertreib's halt. Jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt geben wir nicht auf. Nee, also aufgeben. Ich habe jetzt noch die Stoppuhr nicht an. Hast du mir eine Stoppuhr irgendwo? Zufällig nein. Ich habe die vergessen anzumachen. Egal. Wir machen so lange, bis wir fertig sind. 2 ja, Stunden vorher. Oha, oha. Ich mache die jetzt einfach mal an. So. Also wenn ich jetzt hier... Ne, das wäre die eine Seite. Was macht dieses Symbol dann nochmal genau? Das löscht einen Punkt, oder? Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es wieder kapiert. Ich war gerade total kaputt. Ich habe an was ganz anderes gedacht. Ich war doof, tut mir ja leid. Dass ihr euch jetzt an den Kopf gefasst habt. Also, oh nein. Ernsthaft? Kann ich das jetzt so? Cool. Und wie einfach jetzt ins Ziel, oder was? Alle Dinger blinken. Ich glaube, die roten Formen, die musst du mit einbauen. Ach, die roten Formen. Ein Viereck, ein Dreieck und ein Dreieck. Oh Gott, wieso? Okay, warte mal. Ein Viereck dahin. Ein Dreieck hier. Drei da. Und dann der danach. Wenn ich die... Ach, das ist blöd von hier der Sicht. Von der Sicht hier ist das blöd. Ich will jetzt auch nicht hochfahren, das dauert zu lang. Okay. Kann es dann sein, dass wir... Kann man da eigentlich auch den anderen nehmen? Nee, geht da gar nicht. Nee. Nee, es geht nicht. Kann die andere nicht nehmen, okay. Gut, wenn wir den einen... Also im Viereck darf dahin, also wenn wir jetzt mal anfangen, einfach mal.
Wie soll man das denn machen? Ist das ein Dreier, ja, ne? Ist das ein Dreier? Das ist auch ein. Ne, ist ein Zweier da, so. Also wir haben einmal ein 3. 3x2 Ding. Ne, also die beiden zusammen sind halt ein 3x2 Quader. Der hier ist so ein Ding und der da wäre dann 4. Also ein 3x3 Ding. Ah, ne, warte mal, 3x2 ist ja. Wäre ja dann so. Ne, das wäre jetzt ein 3x2. Also sind die oberen beiden jetzt. Ja. Dann brauche ich einen 3x2. So, wie soll denn das jetzt machbar sein? Kriege ich schon niemals hin. Das war jetzt total falsch. Ah, hier oben, also der hier war richtig. Der ist falsch und der ist falsch. Wieso war der denn auch falsch? Also, weil das so aussehen muss, also. Darf die ja nicht drehen. Aber trotzdem wäre das ein. Ach so. Warte. Der muss hochkant sein. Boah, das ist ja. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber. Ne, der ist immerhin richtig. Die müssen ja in der Form sein, wie sie sind, ne? Genau. Ah, das ist blöd. Oder warte, 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 warte. Ja, die müssen genauso sein, wie sie sind, ja. Das Blöde ist halt, ich mache halt mit beiden das Gleiche, ne? Das ist ja falsch so. Mann, das macht das Ding. Ja, alles wieder falsch. Ja, das ich. Mann, was macht das? Weiß ja nicht mal, wie ich den Viereck machen soll. Achso, doch. Wenn man den Viereck jetzt mal hier hinsetzt. Einfach mal so. Fähig und der obere schon mal geschickt. Wieso auch immer. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Ja, auch nicht. Nee, ich. Das. Also, weil es auf beiden Seiten gleich ist, also ich. Verstehe ich nicht, wie ich hier so ein. Also, wenn ich so mache, ist ja das eine richtig. Also, so geht es schon mal nicht, das ist schon mal klar. Aber wenn ich dann so mache. Ja, auch falsch. Wenn hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. Weil die Struktur muss ja auf beiden sein, die muss ja gleich sein, sonst geht's ja nicht. Das da und das da ist ja ein gleicher, ne? Müssen halt, weil die. Dann muss ich das hier doch nochmal ändern, das ist halt. Wie viele Felder sind denn das? Nee, warte, ich muss das glaube ich nochmal ändern. Immer die Anzahl, die da ist. Immer 1, 2, 3, 4, immer das hier. Immer die hier. Oder ist es immer nur einer? Nein, das geht ja gar nicht. Guck, wenn ich jetzt hier so mache, sind das immer die Anzahl. Da sind immer 4. Hier sind 4. Ich könnte ja mal probieren, den hier gerade mal umzudrehen. Aber das geht ja. Warte, das geht ja. Wenn ich das jetzt einfach mal so mache. Das würde ja auch gehen, ne? Und hier. Ich frage mich ja immer noch, ob ich den anderen da nehmen kann. Hier geht's ja. Hier geht's eben nicht. Vielleicht musst du die anders lösen, dass der dir was anderes anzeigt. Ja, ich muss das irgendwie hinbekommen, dass auf beiden Seiten das gleiche ist, aber wie? Hier haben wir einen Dreier. Ah, warte, nee, einen Dreier. So, jetzt haben wir hier den Dreier, den hier unten, den Dreier. Ne, so. Ja. Dann brauchen wir hier jetzt Dreier 1. Ach, das ist ja tricky. Jetzt habe ich's verstanden, du musst. Mit den vier Rätseln musst du Formen bilden, die du dann im großen Rätsel unterbringen kannst. Hier muss ich dann Dreier, also lang, also muss ich den hier so haben und der da muss so sein. Das ist ja scheiße. Der muss so sein, der muss so sein. Also der muss nach oben sein. Warte, dann muss der hier, der hier sein. Ah, geht ja nicht. Ah, nein. Geht ja nicht. Ah. Es geht nicht. Doch, warte, es geht. Ich brauche nämlich diese Figur, brauche ich so. Aber es geht ja nicht. Die nicht zusammen sind. Ah, ich brauche diese Figur, brauche ich, ne? Bräuchte ich jetzt, dann wäre es gut. Dann würde es gehen, weil dann hätte ich nämlich hier so einen Dreier. Ja. Dann hätte ich hier den Hochkant, hätte ich hier diesen so und den anderen hätte ich dann so, den müssen wir dann auch noch machen hier drüben. Aber hier der, wie soll ich denn jetzt hier? Ah, doch was? Nee, ist aber auch falsch rum. Weil ich brauche ihn nämlich so, so muss er aussehen. So muss er aussehen. Aber sind beide, also wieso beide falsch? Geht ja gar nicht. Hä, warte mal, warum? Also weil die zusammen sind, ne? Oder? Ja, ne? Weil wenn ich den drehe, ne, wenn ich den. Ne, da passt ja. Es geht aber nur so rum. Falsch rum, Mann! Diese blöde Steuerung. Guck mal, der macht das, das will ich gar nicht. Wieso macht er das? So.
müssen wir es halt anders da bauen. Also muss dieses dann hier oben hin. Und dann brauche ich hier so ein. Ne, Moment, also nochmal, ich habe jetzt hier unten den Dreier. Dann lege ich hier einen hin. Hier einen hin. Ah ne, das geht ja auch nicht. Das geht nicht. Weil ich keine symmetrische, also es ist keine symmetrische Form, vom, dass beide Seiten gleich sind, das kriege ich nicht hin. Das geht nicht. Wie hatte ich denn das hier eigentlich nochmal? Wir kämpfen gerade mit dem Endboss. Nee, wie Asa, so weiter so. Also das hier muss so sein. Eigentlich ja nicht. Eigentlich müsste er auf die andere Seite. Also der muss nach oben eigentlich. Dass die beiden identisch sind. Müsste der da jetzt auch nach unten. Wohl, so könnte ich ein Viereck bauen, ne? Viereck, Viereck. Das. Aber jetzt habe ich da unten drei. Nein, habe ich nicht. So, warte mal, wenn ich jetzt den Dreieck Dreier damit verbinde, dann habe ich einen Dreier ein länger. Dann den da drauf. Ist trotzdem nicht gleich. Ist doch blöd. Ne, also der Dreier wäre dann hier, würde ich sagen. Ha, ja, nee, keine. Keine Ahnung. Tja, das ist echt schwer. Ja, normalerweise, also der hier wäre ja sehr gut, wenn der hier gehen würde. Ich weiß aber nicht, wie ich den hinbekommen soll. Weil ich halt das so nicht machen kann. Das geht halt schlecht. Na, also, da geht's ja auch nicht. Also hier, das kann ich nicht anders lösen. Außer so. Das geht nicht anders da. Das hier hatten wir ja gerade anders da gelöst, aber das bringt halt mit denen noch nichts, weil dann kann ich kein Rechteck zusammenbauen. Ne? Dann kann ich dann jetzt hier ein 3x2 Rechteck zusammenbauen. Wäre schon mal gut, da hätte ich schon mal bis hierhin symmetrisch. Ne? Also die unteren 3x3 werden dann schon mal gleich. Weil das hier mit den beiden zusammen. Ne? So, jetzt fehlt aber das hier noch. Und das geht ja schon, kann ich ja nicht dahin bauen. Ich kann mit einem nicht reingehen und wieder hoch, das geht ja nicht. Das geht nicht. Oder du setzt es anders. Ja, klar. Das erste da vorne an der Ecke, das könntest du auch anders setzen. Das hier. Nee, das andere. Ja, nur andersrum. Nee, das geht ja, es geht ja nicht anders. Als L halt. Es ist ein L. Nein, ich meine, wenn du dich so anders davor stellst, genauso. Nein, so wie du warst, genauso. Als L. Meinst du jetzt? So.
Oder als nach links gedrehtes L, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie ein L aussieht. Ja, ja. Ja, es geht ja nicht, weil es muss ja das da, dieser hier muss ja mit dem Falschen zusammen sein, nicht mit dem Richtigen, mit dem Falschen. Der hier darf dann nicht in der richtigen Struktur drin sein. Deswegen geht ja nur die eine. Weil die ja richtig ist mit allen drei drin. Wenn ich den hier kann ich ja, gut, den könnte ich so setzen. Aber das bringt ja dann auch nichts. Ich habe es anders gedacht. Gehe einfach da mal hoch. In der Mitte. Warte mal ganz kurz. Ich will mal gucken, ob das was bringt. Ich meine, ob das überhaupt geht. Gehen würde es, aber das ginge trotzdem nicht. Jetzt habe ich ein 3x3-Feld, also 3x3-Feld, und dann hätte ich da hinten dann noch dieses L. Und das L kann ich ja nirgendwo, egal in welche Richtung es gedreht wird, machen. Also das hier geht nicht in die andere Richtung, ne? Das wollte ich ja auch nicht. Ja, jetzt hat das denn richtiges L, ich meine halt das verkehrte L. Weil ich gerade eben hatte. Geh einfach in der Mitte hoch, so, dann... Das hatte ich doch gerade, Kevin, hast du nicht gesehen? Runter nochmal. So, dann links. Und dann machst du da das L hin. Das hatte ich doch gerade, hast du nicht gesehen? Das hatte ich doch gerade, ja, und jetzt? Jetzt habe ich immer noch. Jetzt machen wir einfach mal falsch und lass mal gucken, was der jetzt anzeigt. Ach, willst du mich verarschen? Diese Steuerung manchmal, weißt du? Ja, sollen ja anzeigen, genau das gleiche. Ja, ja. Also ich habe hier einen Hochkant. Zweimal. Nee, 3x3, das passt schon. Also das hier ist ein 1, 2, 3 und dann halt oben drüber auch. Also. Ne, also die sind so ineinander gesteckt. Und das hier ist dann die Dreierlinie unten. Oder halt, ja, die muss ja unten sein. So. Und dann müssen wir hier halt dann irgendwie sowas machen. Ja, wie ist das jetzt richtig, bitte? Warum ist das jetzt? Sag mir mal bitte, warum das jetzt richtig ist. Ich habe keine Ahnung. War dann einfach die, egal, müssen einfach nur die gleiche Anzahl von. Egal. Dann sage ich mal, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, aber war doch ganz gut, dass ich das jetzt gemacht habe. Dass ich das jetzt gesagt das hatte ich aber auch gerade dann so gemacht. Na gut, egal. Tschüss. Tschö. Tschüss. Oh Gott. Nee.